Hallo bei Bildner TV und einem weiteren Video zur aktuellen Nikon Z8. Heute geht es darum, wie man mit der Z8 so fotografiert, dass man sich nachträgliche Bildbearbeitung mehr oder weniger ersparen kann. Gerade wenn es mal schnell gehen muss und die Aufnahmen sofort verschickt oder in den sozialen Medien gezeigt werden, kann die Picture Control Funktion enorm hilfreich sein. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV Foto Video, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Die Nikon Z8 enthält sozusagen ein komplettes automatisches Bildbearbeitungsprogramm. Dieser X-Speed 7 Prozessor, der zuerst für die Z9 entwickelt wurde, der verarbeitet mit dem Picture Control System die Bilder nach der Aufnahme extrem schnell, sodass auch sehr schnelle Bildfolgen bei aktivierter Bildoptimierungsfunktion möglich sind. Es gibt einige Gründe für, aber auch gegen das Optimieren der Bilder innerhalb der Kamera. Bildjournalisten zum Beispiel, die ihre Bilder möglichst schnell und perfekt in die Redaktionen übermitteln wollen, die werden solche Möglichkeiten zur sofortigen Bildoptimierung vermutlich sehr zu schätzen wissen. Immerhin entfallen dadurch ein paar Arbeitsschritte, bei denen die Fotos dann zunächst aufs Notebook überspielt, dort bearbeitet und dann erst weitergeleitet und übermittelt werden müssen. Da die Möglichkeiten der nachträglichen Bearbeitung am PC aber natürlich deutlich vielfältiger und auch präziser sind, ist das Abschalten der Optionen die zu empfehlende Wahl, wenn man auf der Suche nach dem wirklich letzten Quäntchen Qualität ist. Und dafür steht die Z8 ja auch. So kann man dann eben von Bild zu Bild ganz gezielt Einfluss auf Tonwerte, Kontrast, Farben, Details und so weiter nehmen. Die Bearbeitung in der Kamera, die lässt sich übrigens nicht zu 100% genau kalkulieren. Also selbst bei ähnlichen Motiven können da leicht unterschiedliche Ergebnisse entstehen, die man aber nur wirklich auf Pixelebene erst so wirklich wahrnimmt. In der Reportagefotografie und für Social Media ist es mit Sicherheit dann nicht unbedingt jobentscheidend, ganz klar. Man hat grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, Bildbearbeitungsfunktionen einzusetzen. Falls man das Bild zunächst normal aufnehmen will, also ohne Picture Control, dann kann man die Optionen nutzen, die bei der Bildwiedergabe, wenn ich auf die Wiedergabetaste drücke, angeboten werden. Wenn man dann die Taste I drückt, dann erscheinen eben diese Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Und nach der Bildbearbeitung durch die Kamera bleiben dann auf der Speicherkarte zwei Dateien, nämlich das Original und die bearbeitete Version. Die Optionen, die im Fotoaufnahmemenü im Befehl Picture Control konfigurieren eingestellt werden, die werden dagegen direkt aufs Foto beim Fotografieren angewendet. Ich rede hier immer von JPEG-Fotos, nicht RAW. Ein komplett unbearbeitetes Original fehlt dann also. Daher ist es durchaus eine Überlegung wert, vielleicht eher die Funktionen innerhalb der Bildwiedergabe, also die nachträgliche Bildbearbeitung, zu verwenden, um gegebenenfalls später auch noch auf das Original zurückgreifen zu können. Der Vorteil der schnell möglichen Weitergabe, zum Beispiel jetzt über Bluetooth oder Wi-Fi-Netzwerk oder wie auch immer, der ist dann natürlich wieder weg, wenn man die Bilder erst nachträglich bearbeitet, ganz klar. Ihr möchtet wissen, wie man mit der Z8 umgeht und sie für jede erdenkliche Situation im privaten und beruflichen Umfeld einsetzt? Dann empfehle ich euch dringend einen Blick ins Buch von Michael Gradias, das ihr bei uns im Onlineshop unter bildnerverlag.de findet. Mit unserem kompetenten Begleiter habt ihr immer alle Infos zur Hand, um perfekt mit der Z8 zu arbeiten. Das Buch zu Z8 bekommt ihr als gedruckte Variante natürlich, aber auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Und ihr könnt schon mal vorab einen Blick ins Buch riskieren, denn wir haben in unserem Online-Shop einige Gratiskapitel, die ihr euch absolut kostenfrei runterladen könnt. Die verfügbaren Optionen für die Bildbearbeitung finden sich, wie vorhin schon gesagt, im Menü unter Picture Control konfigurieren. Im Untermenü gibt es
8 Standardoptionen. Die erste Option mit der Bezeichnung automatisch ist relativ neu bei Nikon-Modellen und das ist auch die Standardvorgabe. Und dabei werden dann ausgehend von der Standardeinstellung die Farbtöne und Tonwerte ganz automatisch angepasst, je nachdem, welche Szene die Kamera erkennt. Nimmt man beispielsweise ein Porträt auf, dann entstehen weichere Hauttöne. Bei Landschaftsaufnahmen werden die Farbtöne grün, blau eher verstärkt. Verwendet man statt automatisch die Option Standard, dann entstehen eigentlich immer ziemlich ausgewogene Ergebnisse. Standard ist aus meiner Sicht jetzt für die allermeisten Aufgaben ganz gut geeignet, wenn man denn mit diesen Picture Controls arbeitet. Die Option Neutral, die ist dann sinnvoll, wenn man die Bilder lieber nachträglich per Bildbearbeitung optimieren will und eine absolut neutrale Ausgangsbasis, also in Bezug auf Farben und Kontraste, dafür benötigt. Die Einstellung Brillant erhöht die Farbsättigung, den Kontrast und die Schärfe. Die Farben leuchten dabei mehr und wirken insgesamt also eher knalliger, bunter, kräftiger. Um gleich präsentationsreife Ergebnisse zu erhalten, sollte man diese Option auf jeden Fall mal ausprobieren, denke ich. Allerdings ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache. Nicht jedem gefallen dann diese eher knackig bunten Bilder. Die passen sicherlich nicht zu jedem Fotothema. Aber wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Die Modi Porträt und Landschaft stimmen die Bilder exakt so ab, wie man das jetzt auch erwartet, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Die Farben werden ebenso wie Tonwertverteilung, Kontraste dann deutlich angepasst. Und die letzte Option mit der Bezeichnung Flach, die kann man ebenfalls einsetzen, wenn die Bilder nachträglich am Rechner bearbeitet werden sollen. Die Kamera erhält dann die Details von sehr dunklen Schattenbereichen bis hin zu richtig knalligen Lichterpartien. Geht also bei den Kontrasten sehr, sehr behutsam vor und erhält dadurch eben den vollen Tonwertumfang am ehesten. Wer noch ein bisschen mehr Einfluss auf den Look oder auch die Schärfe seiner Fotos schon beim Fotografieren nehmen möchte, kann die vorgegebenen Einstellungen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, auch noch weiter anpassen. Und dazu drückt man dann ganz einfach nach dem Aufrufen der entsprechenden Bildbearbeitungsoption die rechte Pfeiltaste hinten auf dem Multifunktionswähler und dann gelangt man in ein Untermenü für weitere Details. Also zum Beispiel für die Schärfeeinstellungen gibt es auch eine Zusatzoption. Man kann dann zum Beispiel wahlweise ganz gezielt in verschiedene Schärfeparameter eingreifen oder die Schärfung mit der Funktion Schnellscharfzeichen ganz einfach global verstärken oder abschwächen. Aber das sind alles so Dinge, die muss man wirklich mal ausprobieren und die Ergebnisse dann auch mal am Monitor kontrollieren. Ganz links in der Skala steht das A-Symbol übrigens für die automatische Schärfung und dabei wird die Schärfung von der Kamera für jedes Motiv dann ganz individuell und automatisch eingestellt. Auch nicht immer hundertprozentig vorhersehbar, aber ziemlich hilfreich. Zusätzlich zu den genannten Picture-Control-Einstellungen finden sich unterhalb der Reihe noch die sogenannten Creative Picture Control Optionen. Es gibt da 20 verschiedene Looks, so Art Instagram Looks, mit mehr oder weniger aussagekräftigen Titeln wie Holzkohle, Pink, Stille, Sonntag, also solche Namen werden da vergeben. Man kann sich dann gut vorstellen, dass man mit diesen Looks ein bisschen rumprobieren muss, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um den passenden Stil zu finden. Wenn man sich aber mal an die Looks gewöhnt hat, denke ich, dann lassen die sich tatsächlich auf ziemlich kreative Weise ganz schnell anwenden, um eben seine Fotos gleich mal für Social Media Posts aufzubrezeln. So, das waren jetzt nun die grundlegenden Funktionen, um schon bei der Aufnahme oder eben danach den Look und die Verarbeitung von JPEG-Fotos zu beeinflussen, damit man eben seine Aufnahmen sehr schnell und unkompliziert verwenden oder dann auch gleich weitergeben kann. Wenn euch das Video im Umgang mit der Z8 weitergebracht hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es noch mehr Videos zur Z8, aber auch natürlich zu anderen Kameras, natürlich auch zu allgemeinen Fotothemen und zu Bildbearbeitungsthemen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier bei nächster Gelegenheit wieder zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der digitalen Fotografie, mit eurer Kamera und viele kreative Momente. Wir sehen uns. Ciao.